Kurz. 6 Sekunden für Team Wolf. Morini mit dem 1:0 in dieser Partie. Giovanni Morini eröffnet das Score. Noch einmal zu sehen. Hinter dem Tor war es für Seerburger dann etwas Chaos vor. Team Wolf am Ende über die Schulter gespielt. Ein Fehler da von Eigenmann und was für ein herrlicher Treffer von Calvin Türkauf. Das sind dann genau die Fehler, die es nicht leiden mag. In der eigenen Zone, das wird eiskalt ausgenutzt. Noch einmal zu sehen, da kurz die Scheibe nicht mehr unter Kontrolle gehabt, Druck vom Rücken her, Türkauf, Aslan sagt Eigenmann irgendetwas, go, go, go oder Spiel hinter dem Tor durch oder dergleichen, Türkauf, zumindest zu schnell für Ajua, Alatalo! Mit dem 3:0. Der Lugano kommt da mit vereinzelten Tempo. Angriffen und sofort ist da schon ziemlich schachmatt. Sie stehen dann zu weit weg, gehen zu wenig konsequent dem Gegner nach. Auch hier zwar dran und dann nehmen gleich noch zwei eigene Spieler im Wolf die Sicht. Perfekt da in die Ecke gezirkelt. Ja, schön gemacht von Santeria Lattalo und ich glaube Daniel Carr auch mit einem Assist. Ohne Kontrolle, Fazzini mit Tempo, Gegenangriff, Carr läuft mit, Fazzini mit einem Handgelenkschuss aus dem Himmel. Darauf hat er gewartet, er schien schon richtig gehend frustriert zu sein nach dem ersten beiden Spiel mit allen seinen Abschlussversuchen ohne einem einzigen Tor. Hier sieht er Daniel Carr, er sieht auch die Lücke, den freien Raum und dann sowas von platziert in den Netzhimmel. Das ist Luca Fazzini, der Mann, der weiß. Kontrolle, Stoffel, Walker, Traber, Walker mit dem 5:0. Ich habe es mal erwähnt, Traber in Dritt Nummer 1, er tut da was für sein Topscorer-Shirt und er tut es auch heute wieder. Er holt im dritten Spiel hintereinander einen Punkt, hier noch einmal zu sehen, Traber mit der Abschlussmöglichkeit, dann Wolf mit dem Fehler zwischen den Beinen durch, deswegen muss er dieses Tor hier mitunter auf seine Kappe nehmen. Allerdings natürlich auch die Defensive etwas Harakiri, etwas zu wenig konsequent an allen Gegnern dran. Und jetzt müsste ich da mal langsam rechnen. Oh. Jocki! Etwa so hat es sich das angefühlt. Einfach mal aus dem Nichts draufgehauen. Matthias Jocki überrascht da alle im Stadion und auch Niklas Schlegel. Der letzte Torschütze für Ashua in der Swiss League mit dem Meistertor. Trifft auch in der National League. Ja, natürlich ein satter Schuss, aber nicht komplett unhaltbar für Niklas Schlegel. Hau den Jocki statt Hau den Lukas. Ah, schlechter Pass, Becker! Und das 6:1, Roman Löffel. Da setzen die Luganesi mal wieder Ashua unter Dauerdruck, indem sie mit Wellen kommen und die Verteidiger da unter Druck setzen. Allerdings löst das dann Ashua auch sehr, sehr schlecht. Ruhe mit diesem miserablen Pass auf Herburger. Dann Böcker und dann auch hier, kann nicht befreit werden. Wir sehen es gleich, Romanenghi und Co. sind da in der Nähe. Das sind drei für Ajualo stehend, aber keiner bewegt die Beine und Löffel findet da die Lücke. Von jemand im Gesicht
Schneck und Abschluss von Romain Löffel. Doppeltorschütze Romain Löffel. Und er ist aktuell dann auch der nächste Topscorer. Er löst mit diesem Tor beim nächsten Mal Team Traber ab, weil eine Torvorlage hatte er bereits und jetzt auch zwei Tore, heute Doppeltorschütze also. Noch einmal hier zu sehen, viel Verkehr vor dem Tor, nicht aufgeräumt. Böcker, Morini können selber schon ziemlich frei dastehen und dann zusätzlich noch kann Löffel frei schießen. Also ja, defensiv gegen Frossa mit viel Platz ab durchs Zentrum gegen Schlegel. Frossa! Oh, was für ein herrliches Tor vom Thibaut Frossa! National League Premiere auch für Thibaut Frossa. Nachdem es bereits für Eigenmann am letzten Dienstag so war, so vor einer Woche, jetzt hier ganz, ganz große Klasse dann am Ende zwischen den Beinen durch. Er hat einen hervorragenden Handgelenkschuss. Er hat deswegen ganz feine Hände und das beweist jetzt auch mit diesem Schüsschen oder Ableger zwischen den Beinen durch. Lieber Frossa.